Als nächstes, sage ich auch schon mal gleich, kommen die restlichen Stempel. Und als erstes müssen wir dazu in die Hyrule-Ebene von Aidin. Also, wir sind jetzt gleich dort, wenn ich irgendwie diese Scheißhöhle gefunden habe. Hier! Da ist das Scheiß, oder? Ich weiß nicht. Ah, Scheiße! Müssen die Deppen mich jetzt umrennen? Ich weiß nicht, wo, welches Loch das ist. Weil hier gibt es so viele Erdflecken. Und irgendeins davon beherbergt einfach mal einen fucking Stempel. Seems legit, Nintendo. Seems legit. Ja, komm, ich nehme jetzt mal den hier. Eventuell ist das ja richtig. Nee, irgendwie nicht. Doch! Doch, das ist es. Lel. Wow, und hier haben wir echte Schleimgelee. Schnell das Blaue saufen. Und das echte mitnehmen. Hallo, danke. Nice one. Wir haben echte Schleimgelee. Wie geil ist das denn? Und bei euch mache ich kurzen Prozess, wenn niemand was dagegen hat. Würde ich zumindest gerne, wenn meine Wirbelattacke funktionieren würde. Sehr schön. Alle besiegt, würde ich behaupten. Und hier haben wir 50 Rubine, geil. Und dann noch die Lampe hier. Und dann müssen wir eigentlich den Stempel haben. Ja, geil, aber. Okay, gut. Nein, jetzt verstehe ich schon. Weil ich schaue das alles jetzt in der Komplettlösung nach. Und ja, hier haben wir Sylianisch C. What the fuck, Nintendo? What the fuck? Als ob man darauf kommt. Gut, dann sehen wir uns gleich beim nächsten Stempel. Für Stempel F müssen wir hier zu dieser Brücke im Norden von Hyrule. Und schwimmen dann erstmal hier so durch die Gegend. Und da hinten sehen wir schon was Schönes. Und das Erste, was ich mache, ist mal die Zora-Rüstung anziehen. Denn die werden wir gleich brauchen. Das sind sogar auch Fische, ey. Nein, ich habe jetzt ein Fischtrauma für die nächste Zeit. Ich will nichts mehr von Fischen hören. Und dann hier bei der Schlosse vor Schloss Hyrule. Schleuse. Ja. Genau. Wäre ich jetzt auch drauf gekommen. Fast. Ja, okay, gut. Ich hätte mir fast noch denken können, dass hier irgendwie mal was sein könnte, weil ich meine, die Ebene hier im Norden ist so leer. Das ist ja fast gar nichts. Guten Herze und Goldinsekten und einige Geisterseelen. Aber ich meine, das ist eigentlich so hier im Wasser. Oh Mann, ey. Gut, dann sehen wir uns gleich, schätze ich mal, beim nächsten Stempel wieder. Also, bis gleich. Vergesst, was ich gesagt habe. Na, ja gut. Sagen wir, der nächste Stempel ist jetzt nicht gerade der schwierigste. Alles, was wir machen müssen, ist nämlich hier irgendwo nach einem Loch suchen. Sorry. Ja, da sehe ich schon. Da bei dem Grasbüschen. What the hell? Darauf komme ich, Nintendo, genau. Darauf komme ich. Ja, los, steig ab. Und dann müsste sich hier irgendwo das I befinden. Jupp. Hier. Das hat man schon gesehen anhand der Umrandung. Oh Gott, Schleim. Schleimschließ. Nicht zufällig irgendwo echtes? Wahrscheinlich nicht, oder? Warte, hab ich da? Nein, das ist jetzt lila. Scheiß drauf. Stirb. Stirb! Ach, muss es denn Schleim sein? Kann's nicht, keine Ahnung. Was weiß ich, eine Nimbus-Garde sein, mit der wäre ich jetzt irgendwie glücklicher, als tausendmal auf dieses scheiß Vieh hier einbrüllen zu müssen. Oh Mann, nee. Ach, und wir haben hier ja eine Schi, sehr schön. Dann bis gleich beim nächsten Busch. Ach, da ist ja noch einer. Ey. Ach.
Scheiße! Scheiße! Gut. Bis gleich. Das ist etwas noch Schöneres, als wenn man feststellt, dass der nächste Stempel für sich wieder hier in der Nähe befindet. Wahrscheinlich nicht, aber trotzdem, wir gehen da jetzt hin. Und, Alter. Boah. Dieses Spiel, ey. Ich finde jetzt teilweise Sachen aus, wo ich gar nicht wusste, dass es sie gibt. Zum Beispiel habe ich auch gesehen, dass es scheinbar doch noch was eine größere Geldbörse gibt als 7 für 2000 Rubine. Wo ich mir sicher war, dass es keine größere mehr gibt. Ich habe danach gegoogelt und es gibt nichts, nichts. Stand dazu irgendwo. Ich bin mir noch sicher und Jonas hat, ja. Oh, shit. Und, ich war mir eigentlich sau sicher, dass, es noch eine Größe gibt. Naja, egal. Jetzt erstmal kümmere ich mich hier um die Spinnen. Sehr schön. Sehr schön. Zum Glück sind die überhaupt nicht nervig oder so. Als ob die mich die ganze Scheiße abblocken würden. Nerv nicht. Bitte. Sehr schön. Dann wieder zurück. Lampe. Huch. Und sie an. Rubine auch. Und jetzt hier anzünden. Dachte ich. Hä? Ist noch irgendwo eine Lampe? Und ich bin blind. Oh, anscheinend. Scheiße. Ach, da. Ich trottel. Und hier wahrscheinlich auch noch eine. Ja, jetzt haben wir's. Oh, meine Fresse. Boah. Die Truhe ist nicht ohne, muss ich zugeben. Das ist schon ein happiger Stempel. Jan Spee. Gut. Ja, von dir ist es kein Wappen möglich. Geil. Naja, dann sehen wir uns gleich wieder. War mir fast sicher, dass es noch was in der Wüste gibt, aber... Come on. Wer kommt denn auf sowas? Seht ihr das? Ja, ihr seht's, ne? Natürlich seht ihr's. Wollt ihr mich eigentlich verarschen oder so? Ey, ey, ey. Hier jedenfalls im fernen Osten der Gerudo-Wüste gibt es noch eine Truhe. Ja, ist das nicht schön. Boah. Ich will endlich zum Finale. Aber jetzt muss ich auch noch irgendwie rausfinden, wo die größeren Geldbörsen sind. Das sagt mir halt keine Sau. Oh, ihr seid alle so lieb zu mir. Wisst ihr das eigentlich? Oh, shit. Wollte eigentlich nur... Na, egal. Hauptsache hier ist Sand und ich kann hier landen. Oh mein Gott. So, gib her. Jeber. Und dann haben wir auch schon Janisch R und weiter geht's. Oh, Janisch S hat erneut einen sehr schönen Fundort. Und mit schön meine ich alles andere als schön. Extrem kacke, um genau zu sein. Hier bei Lampenhöhle 2 sind solche komischen Grasbüsche und ja, man kommt ja drauf, nicht wahr? Ja, als ob. Oh, was macht denn nur mit mir? Stirb. Drüben ist ein Bienennest. Das wird so gleich erleben. Oh! Du, wo kommst du her, du Arsch? Das Bienennest wird so gleich eliminiert. Yes. Und alle sind. Oh, shit. Außerdem sind hier noch Fische. Sehr schön. Wollt ihr mich eigentlich verarschen? Irgendwie so? Ja, jetzt. Zombie? Ja. Stirb. Da unten ist er. Das sind solche Mini-Frösche, wie der aus dem dritten Dungeon eben. Ja, und wenn man alle besiegt, kriegt man einen Stempel. Ey, das ist Hanebüchen, die Hanebüchen.
Janisch S hätten wir hier mit. Und Janisch W. Das ist, glaube ich, der uns als nächstes fehlt, ne? Ja, W fehlt uns als nächstes. Den zeige ich euch jetzt. Am Ende sollten wir übrigens 47 haben. Also könnte noch ein bisschen dauern. Und ja, zu Janisch W ist es kein langer Weg, deshalb schneide ich nicht groß. Janisch W ist nämlich ebenfalls hier irgendwo, irgendwie am Hiersee, und zwar, um genau zu sein, irgendwo hier im Wasser befindet sich eine Truhe. Wenn ich wüsste, wo, wäre das unheimlich praktisch, ne? Das Problem ist allerdings, ich weiß nicht genau, wo. Der ist da irgendwie in diesen Komplex reingeschwommen. Und dann war da plötzlich einfach wie aus dem Nichts, naja, Truhe. Eine fucking Truhe. Da! What the fuck? Darauf kommt man, ne? Ja, genau. Nehme ich auch, Nintendo. Nehme ich auch. Damit haben wir Janisch W. Sehr schön. So, als nächstes dann Janisch X. Und da sind wir uns dann gleich wieder. Janisch X, sage ich euch, ist witzig. Ja, witzig, das kann man definitiv sagen. Denn was habe ich noch zuletzt gesagt, als wir hier waren, ne? Ne? Wartet kurz, ich ziehe mich schnell hoch. So, da seht ihr schon, ne? Ich habe da durchgeschaut und habe noch so gesagt, lol, da ist ja was für ein Gleiter, damit man wahrscheinlich zurückkommt. Ja, laber keine Scheiße, sondern schau's dir halt mal an, du Trottel. Mensch. Natürlich ist da was. Der Rückweg ist... Ey. Da drüben sind außerdem Bienen. Geil, dass hier überall Bienen sind. Immer. Das ist halt schon lustig. Aber trotzdem... Mann! Ey! Oh Gott! Ja, gut. Hätte man jetzt drauf kommen können. Gut. Unsere Reise setzen wir fort in Hyrule-Stadt. Und da finden wir auch ein äußerst witziger Stempel, muss ich sagen. Also ich mache das jetzt hier chronologisch, damit die Leute, denen die Stempel fehlen, nicht durcheinander kommen. Vielleicht werden da den ja exakt dieselben wie mir. Oder sie sind doch noch auf ein paar mehr gekommen wie ich. Oder ihnen fehlen noch andere, aber dann haben sie schon ein leid Pech gehabt, wenn es um Dungeons geht. In Dungeons habe ich sofort eigentlich immer alle Stempel gefunden und so weiter. Yo. Sollte das kein Problem darstellen? Doch, hier kann ich mir zurückfahren, wollte gerade sagen. Wo muss ich mir nochmal zurückfahren, wenn ich gerade. Apropos Fangirls. Fangirls Attack, ich brauche Herzen. Dankeschön. Ja, ich freue mich so wie ihr. Genau. So. Dann machen wir jetzt hier weiter. Und zwar zunächst einmal bei Thelma. Nochmal vorbeischauen. Trottel, habt ihr ja nochmal vorbeigeschaut. Hätte mich vielleicht allerdings mal ein bisschen genauer umsehen können, weil ich will nichts sagen, aber ja. Dumm wie Brot bin ich, weil... Ich habe mich noch so gefragt, wo ist eigentlich Giovanni hin? Ja. Wo ist er denn nur hin? Und so etwas nennt sich Freundin. In der kurzen Zeit, die ich nicht da war, hat sie mit einem anderen Mann. Oh, das ist echt bitter, aber... dass du eine Freundin hast, das hat mich schon bei unserem ersten Treffen gewundert. Aber auch nur wegen dem Geld. Weil, was hat so eine für Werte? So ein ewiger Gierschlund. Naja, gut. Irgendwo tut es mir schon für ihn leid, ich meine... Ja, schon irgendwie bitter. Aber gut, kurze Abwesenheit ist auch leicht gesagt, ne? Ja, gut. Ah, scheiße. Nein, wo wir hin müssen, ist ganz woanders, beziehungsweise gar nicht so viel woanders. Das ist hier bei seinem Haus. Ich wollte ja nur mal mit der Katze reden, ne? Ich hab ja auch mit der Katze geredet, ich Trottel. Aber bevor ich ihm angesprochen habe und er mir die 200 Rubine gegeben hat. Ich weiß nicht, ob das im Originalspiel auch schon so war, aber wenn er weg ist, kann man mit seiner Katze nochmal reden.
Hey, du bist es. So, so. Herrchen hat also Liebeskummer. Na gut, Geld ist nicht... Achso, man muss vorher mit ihm reden und dann... Ah. Na gut, Geld ist nicht alles, sagen die Menschen doch, oder? Dann braucht Herrchen das Geld hier ist sicher auch nicht mehr. Nimm du es doch einfach mit. Ja, sag mir das doch einer und ich spiele extra Minispiel, um das scheiß Geld für die scheiß Alte am Angelteich ranzuschaffen, um Murmelsladon spielen zu können. Hier, nimm doch das hier. Und dann haben wir hier den Rubinstempel. Sehr schön. Was? Was? Komm doch wieder, wenn du dein Geld ausgegeben hast. Will die mich verarschen? Das heißt, hier ist jetzt auch so ein Rubin-Generator wie in Ocarina of Time. Also, wenn das im Original auch ging, geil. Ich habe das nie ausprobiert. What the fuck? Mal schauen. Mal schauen, ob es mir nochmal was gibt. Nee, erstmal nicht. Wahrscheinlich, wenn ich erstmal was ausgegeben habe. Aber lol! Es wäre ja mega, wenn man das so... Versteht ihr? Rubine farmen könnte. Gut, wir sehen uns gleich wieder beim nächsten Stempel. Den nächsten muss ich erstmal nachschauen. Bis gleich. So. Den Stempel, den ich als erstes holen wollte, geht nicht, weil es Nacht ist im Moment. Den kann ich nur tagsüber bekommen. Und stattdessen hole ich mir jetzt den übernächsten sozusagen. Also wir lassen einen aus vorerst. Und zwar, wenn man hier nach oben klettert, da habe ich mir jetzt so voll wieder Babo gefühlt, weil ich gesagt habe, ach, der Schmetterling, komm schon. Den hole ich einfach, den ziehe ich da so mit dem Greifhaken gechillt runter. Nein, nicht mit dem Greifhaken, mit dem Sturmbummer. Genau, brauche ich gar nicht den Greifhaken. Du Depp, da oben ist was. Ja gut, darauf kommt man. Ach du Scheiße. Holy crap. Stirb, du scheiß Arsch. Oh Gott. Oh, geht mir was auf die Nerven. Alter. Mach ne scheiß Wirbelattacke! Mach einfach eine! Als ob der mich dann... Mach ihn statt. Ich krieg hier einen Koller. Ich krieg hier einen Koller. Sag's euch. Hier so am Rad. Das werde ich noch mit der Lämme. Ja, der passt jetzt zu mir, Link, wütend. Es geht weiter mit einem weiteren Stempel, wo ich mir los und denke, was ist eigentlich bei euch im Hirn falsch gelaufen? So, der nächste Stempel befindet sich nämlich in den Ebenen von Firone. Und zwar hier. Irgendwo müsste sich eine Anhäufung von Grasbüschen befinden. Da. Ich sehe schon. Nein, doch nicht. Irgendwo an der Wand jedenfalls war was. Okay. Nee, doch hier. Ja. Habe ich es gerade schon richtig gesehen. Und ja, es ist mal wieder das, wo ich mir so denke, muss das sein? Dieses ewige Eingegrabe irgendwo in der Pampas. Stirb. Sehr schön. Und achso, die liegt ja einfach auf dem Präsentierteller. Alles klar, gechillt. Sehr schön. Stempel Link Wolf. Was? Oh. Oh, sorry, ich habe wieder einen vergessen. Ich habe
einen übersprungen. Ja, okay, gut. Sorry. Egal, wir kriegen das schon noch zusammen hier. Irgendwie. Also. Boah, wie viele Truhen gibt's hier eigentlich? What the fuck? What the fuck? Naja, bis gleich. So, der nächste Stempel befindet sich hier. Auf der Weide von Ordon. Das ist der erste, den ich übrigens ausgelassen habe. Und ein Stempel, wo ich mich nur frage. Why? Why are you doing this to me? Okay, schon gut. Dieser Brief ist ja völlig unleserlich, den kann man nur noch an die Ziegen verfüttern. Schon gut, du denkst ja so geil, im Stall hockt der Typi, der Postbote. Lol, funny Easter Egg. Ja. Ja, ich gestehe, darauf kommt man genau. Ohne jegliche Anzeichen auf dem Boden. Ja, darauf. Darauf. Darauf muss man einfach kommen. Ich weiß nicht, was ihr habt, Leute. Zum Glück sind hier Kriege, die ich zu töpfen kann. Ich glaube, ich zähle aus. Wow. So viele Rubine. Nein! Nein, die verschwinden alle von mir dann aus. Ach, schade. Ey, trotzdem. Warum macht man? Warum macht ihr sowas mit mir? Das ist nicht nett. Nicht cool. Und irgendwie fehlt noch irgendwo was. Hab ich irgendwo wieder eine Fackel übersehen? Das ist noch eine dritte. Depp. So. Ey, ihr wollt mich so verarschen, ne? Hier noch eine Truhe. Ja, natürlich. Oh, konnte ich die nur vergessen. Und dann auch noch gleich am Anfang. Boah, auf der Weide. Als Wolf. Was soll hier hin? Zu Beginn des Spiels ist das nicht mal möglich, weil es dann Nacht ist und nachts ist die Weide zu, deshalb muss ich diesen Stempel fürs Erste überspringen. Geil, der letzte Stempel, ja, bei der Eldingbrücke. Und das ist so dieser Moment, wo ich mir so denke, ich bin schon ein Trottel. Weil ich habe jetzt bei Hyjannisch C nach diesem einen Erdfleck in der Ebene von Elding gesucht. Was war das Ende vom Lied? Ich habe einen anderen Erdfleck gefunden und dachte mir so, hä, der passt aber nicht zu der Lokation, den ich auf der Karte gesehen habe. Der ist viel zu nah hier an der Brücke dran. Ja, habe ich mir gedacht, toll, hier gibt es also noch mehrere, geil. Ja, eben, es gibt mehrere, da ist er. Und dreimal darfst du raten, ja, es sind ebenfalls Stempel drin. Also, das ist eigentlich bloß der eine, aber trotzdem. Why? Was habe ich euch getan, dass ihr sowas mit mir macht? Ich habe euch nichts getan. Oh Gott, ich muss nach da drüben kommen. Ich muss eine Swamp-Fische sein. Au. Oh. Ich gehe mal lieber raus. Ach du Scheiße, dass er noch dran ist. Scheiße, das sind Bienen. Einfach nicht beachten. Einfach den Stempel zurück. Und gut, ist Link traurig, genau. Jetzt haben wir alle. Jetzt haben wir wirklich alle Stempel endgültig. Aua, den musstest du mir noch mitgeben, ne? Du scheiß Assi. Oh. Mach die Truhe kaputt. Danke. So. Dann werfen wir mal einen Blick auf unsere wunderschöne, komplettierte Sammlung, möge man behaupten. Und zwar sieht es folgendermaßen aus, 47, genau. Wir haben das ganze Alphabet. Jupp, wir haben den Rubinstempel, den Schatztruhe, Herzteil, Herzcontainer. Link, fröhlich, wütend, traurig, überrascht. Den Wolf-Link, bei Midna dieselben wie bei Link, die Tante, warum auch immer man die haben will. Und wer? Zelda. Allerdings sehen uns da noch zwei. Allerdings sind die im Final-Dungeon.
Xanto haben wir natürlich und die vier Spezialstempel Agnete, Maromat. Maromat? Maromat, okay. Maromat hat einen neuen Abschnitt in die Höhle Schatten eröffnet. Alters. Ja, Maromat. Absolutely. Huhn, Fee und den letzten Stempel bekommt man, wenn man alles sonstigen hat. Yep. Den ich aber nur ungern zeigen möchte, wenn ich, bevor ich das Finale fertig habe, weil er sonst ein bisschen spoilert. Deshalb werde ich einfach sagen, okay, wer das Spiel kennt, soll ihn sich anschauen, ansonsten wird gespoilert, weil es ist mit einer wahren Gestalt und wer die noch nicht sehen möchte, der sollte halt wegklicken, obwohl ich glaube, dass mit einer wahren Gestalt weiterhin bekannt ist. Gut, dann war es das für diesen Part, Zelda Twilight Princess HD. Du fühlst dich ganz cool, ne? Ja, ich mich aber auch. Oh! Zugegeben, der kam nicht schlecht. So, und tschüss. Im nächsten Part legen wir dann ein Finale los oder kümmern uns um die nächstgrößeren Geldbörsen, je nachdem, was als erstes kommt. Also, ich weiß nicht, wie es mit den Geldbörsen aussieht. Ich weiß echt gar nichts darüber. Ja, okay, gut. Der andere ist jetzt fort, also, jo. Und tschüss. Gut. Im nächsten Part dann Finale oder jetzt eben gleich noch die größeren Geldbörsen, falls ich was dazu finde. Stirb. So, bis gleich oder bis zum nächsten Mal. Ciao!